erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Viel Glück. Dir auch. Diese Leute, sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle, was haben die nur vor? Drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Gut, es ist ganz schön weit, aber ich schaffe das. Also los. Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schon gut. Wir packen nur ein paar Sachen. Seltsam, lass die Teller stehen und hol lieber warme Kleidung. Verdammte Bourgeoisie.
Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Nichts zu berichten. Scheiße!
Wie soll man bei all den Tappen hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Genau, was Senor Nicolas mit Plünderern anstellt. Der rote Mönch sitzt warm und trocken in seiner Bastion. Und alle anderen machen das gleiche wie ich. Meinetwegen, aber halt mich aus deinen Plündergeschichten raus. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Schatzmann, lass es doch hier. Ist das überall so? Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Rein mit dir! Bleib da und sei ruhig! Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann! Für den ist es aus, also verzieh dich! Nicht allein! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Oh, Gott! Er hat recht, Anna! Ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Oh, Herr. Herr. Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Tut mir leid. Wo ist der Gehängte hin? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm her. Das endlich ein Ende.
wurden alle hingerichtet. Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Sein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich sollte dich festnehmen, aber ich bin gnädig. Geh und bete für deinen Sohn. Und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Wo soll ich nur lang? Verschlossen. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Gut. Ganz ruhig. Das klebt. Hier geht. War das? Ihr Drecksviecher. Das wart ihr schon wieder, oder nicht? Das reicht. Ha! Hab ich euch doch noch erwischt. Ja, hab ich euch. Das wart ihr schon wieder, oder nicht? Ist nicht zu sehen. Na gut. Thank you.
ist mir langsam zu dumm. Da unter. Oh. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schriften. Ad ignem, ad hoc. Ah! Nein, nichts. Gar nichts. Da hinten wieder vor. Sehen wir mal nach. Nichts. Ich muss mich wieder geirrt haben. Oh, geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Universität. Na bitte. Weiter. Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Verschlossen. Wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen.
Komm schon, Kumpel, nur ein paar Münzen. Oh, nein. Du hast doch irgendwas dabei, was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia, tu was. Los. Hey. Wir gewähren. Nein. Ein Fenster, perfekt. Nichts wie weg hier. Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Ich frage, wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odrax. Oh. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es... bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Noch mehr Tote. Warum seid ihr so aufgeregt? Sieh mal einer an. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich.
Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Verschlossen. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Denk nach, Amicia. Du kannst die Ratten in jede Richtung lenken. Du musst sie in die Enge treiben.
Runterhole, könnte ich daran hochklettern. Jetzt die Laterne, schnell! Ja! Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Oh nein! Das war äußerst diskret. Gut, nur noch etwas weiter. Na bitte, es geht doch. Du schaffst das. Mein Gott, was ist hier passiert? Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Oh Gott, die Kranken, sie haben sie abgeschlachtet. Ich kann nichts tun. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Rumgequieke. Was habt ihr euch so wichtig? Odorus, ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu quieken, glaubt mir. Die machen Hackfleisch auf. Das funktioniert. Für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen. Hey, was ist das? Wasser. Genug jetzt! Bei dem Bestand kann man so langsam eine Barmherzigkeit durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst.
es für dich zu spät ist. Das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Nein. Hier ist nichts. Die Wache. Ich muss sie irgendwie vom Licht weglocken. Hey! Schon zum zweiten Mal. Ich sehe mir das besser an. Warum sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige. Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und was war denn das? Hilfe! Ich werde angegriffen! Ich gehe mal da lang. Da! Stoppt sie euch! Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Zurück! Wir brauchen dich hier.
ist eine dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Das sollte mir die Sache erleichtern. Das sollte mir die Sache erleichtern. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. In mir drin. Was soll ich tun? Ich. Was weiß ich? Wasser. Oh nein, trink das nicht. Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen.
jetzt? Wollt ihr etwas? Ja, endlich! Scheiße! Was zum Teufel machen die da? Wir müssen eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher machen. Was ist das? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Alarm.